Hey liebe Teams, wir sind Josef und Niklas und wir wollen euch mit diesem Video einen Überblick über den gesamten Wettbewerbstag geben. Als First Lego League Challenge Team arbeitet ihr mehrere Wochen an den Saisonaufgaben. Das heißt, ihr konstruiert und programmiert einen Roboter und dokumentiert dabei auch den Designprozess. Und ihr forscht zum Saisonthema, kreiert eine innovative Lösung und erstellt darüber eine Forschungspräsentation. Das Saisonhighlight ist natürlich die Teilnahme an einem regionalen Wettbewerb, an dem ihr eure Ergebnisse präsentiert und für eure Arbeit und für euer Engagement gewürdigt werdet. Ihr werdet in den Kategorien Grundwerte, Forschung, Roboterdesign und Robot Game bewertet. Nach der Eröffnungszeremonie am Wettbewerbstag starten die Bewertungen. Anhand des Zeitplans wisst ihr, wo und wann ihr bewertet werdet. Und achtet auf alle Fälle darauf, pünktlich zu sein. In einer 35-minütigen Jury-Session werdet ihr eure Ergebnisse in den Kategorien Forschung, Roboterdesign und Grundwerte präsentieren. Zu Beginn betretet ihr den Raum, baut euer Material auf und werdet von der Jury begrüßt. Danach habt ihr 5 Minuten Zeit, eure Ergebnisse in der Forschung zu präsentieren und die Fragen der Jury zu beantworten. Als nächstes stellt ihr in 5 Minuten euren Roboterdesignbericht vor und bekommt dazu Fragen gestellt. Abschließend werden euch Fragen zu euren Grundwerten gestellt und ihr bekommt ein erstes Feedback zu euren Leistungen. Zur Beurteilung werden die JurorInnen die standardisierten Bewertungsbögen nutzen. Außerdem tretet ihr in 3 Vorrunden zu einem 2,5-minütigen Robot Game Match an. Die Matches werden einzeln bewertet und nur das beste Match zählt. 8 Teams kommen in das Viertelfinale und 4 Teams kommen in das Halbfinale. Die 2 besten Teams treten im Finale 2-mal gegeneinander an. Jedes Match wird von SchiedsrichterInnen bewertet. Sie verwenden dafür standardisierte Bewertungsbögen, um die Punkte zu ermitteln. Neben eurer Leistung beim Robot Game bewerten die SchiedsrichterInnen auch euer freundliches Miteinander. Das heißt, wie ihr untereinander mit den anderen Teams und mit den SchiedsrichterInnen umgeht. Diese Punkte fließen dann in die Kategorie Grundwerte ein. In der Sonderkategorie Coaching werden die Coaches beurteilt. Für diese Kategorie gibt es Nominierungsformulare. Jetzt seid ihr gefragt. Für eure Coachin oder für euren Coach werdet ihr diese Formulare ausfüllen. Ihr könnt auch eure Co-Coaches nominieren. Die Formulare füllt ihr vor oder am Wettbewerbstag aus und reicht sie dann bei der Jury ein. Am Ende des Tages werden bei der Preisverleihung alle Teams für ihre Leistung geehrt. Jedes Teammitglied erhält so eine Medaille. Vor der Preisverleihung tagt die Jury und entscheidet auf Grundlage der Bewertungsbögen, welche Teams in den Kategorien Forschung, Roboterdesign und Grundwerte nominiert werden und welche die Pokale erhalten. Je Kategorie werden 4 Teams nominiert und mit einer Urkunde gewürdigt. 1 dieser Teams erhält den Pokal. In der Kategorie Robot Game werden die Plätze 1 bis 3 verkündet und mit einer Urkunde gewürdigt. Das Team mit dem besten Robot Game Ergebnis im Finale erhält den Pokal. In der Kategorie Coaching wird der Pokal an eine Coachin bzw. an einen Coach vergeben. Die Vergabe basiert auf den Informationen der Teams und der Entscheidung der Jury. Am Ende der Preisverleihung werden die 3 Teams verkündet, die in der Gesamtwertung das beste Ergebnis erzielt haben. Die Gesamtwertung setzt sich aus der Bewertung in den Kategorien Forschung, Roboterdesign, Grundwerte sowie dem besten Ergebnis der Robot Game Vorrunden zusammen. Alle Kategorien gehen gleichwertig in die Kalkulation ein. Die 3 besten Teams erhalten eine Urkunde, das beste Team erhält den Champion-Pokal. Aber Achtung! Bei der Vergabe der Pokale gilt die Regel, ein Team, ein Pokal. Ausnahmen bilden die Pokale in der Kategorie Robot Game und Coaching. Das heißt, in diesen 4 Kategorien könnt ihr nur einen Pokal erhalten, könnt aber zusätzlich für das Robot Game oder fürs Coaching ausgezeichnet werden. Weiterhin erfahrt ihr, wer sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert. Die Anzahl der Qualifikationen hängt dabei von der Anzahl der teilnehmenden Teams des Wettbewerbs ab und kann zwischen 1 bis 3 variieren. Relevant für die Vergabe ist die Gesamtwertung. Nach der Preisverleihung erhalten alle Teams ihre Bewertungsbögen. So erfahrt ihr, in welchen Bereichen ihr schon sehr gute oder gute Leistung hattet und wo ihr euch noch verbessern könnt. Die nominierten Teams erhalten eine Nominierungsurkunde und alle Teams,
die in der Gesamtwertung nicht unter den ersten drei sind, erhalten eine Teilnahmeurkunde. Nach dem Wettbewerb werden die Ergebnisse auf der First Lego League Webseite veröffentlicht. Dort werdet ihr die drei Platzierungen der Gesamtwertung und des Robot Games finden. In den Kategorien Forschung, Roboterdesign und Grundwerte findet ihr die vier Nominierungen sowie die PokalgewinnerInnen. Die PokalgewinnerInnen des Coachings findet ihr ebenso. Jetzt seid ihr hoffentlich im Bilde, was euch alles erwarten wird. Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß bei eurem Wettbewerb.